Den Pool muss natürlich auch wieder richtig bauen. Ich habe gesagt, richtig rumbauen, bitte. Zack, zack. So, jetzt gibt's hier. Cool, kann man sogar ein Tempolimit einstellen. Das ist ja cool, da kann man einfach sagen, dass ich damit langsamer fahren soll. Zeit ändern 5. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber... mit ändern machen wir mal, hier dürfen wir bloß 30 fahren. Fahrt zu 5 Tage mit höchstens 30, mal gucken, ob das jetzt auch macht. Hier, er fährt tatsächlich nur 30. Zum Beispiel sagen, warte 10 Tage. Aber könnte man so nicht eine Gliederung erreichen, indem man einfach sagt, hier an einer Station warte, warte 10 Tage oder sowas und dann müsste es doch eigentlich immer so ein, müssten die Straßenbahnen doch eigentlich in so einem 10 Tage Abstand. Oder sehe ich das falsch? Und wir nehmen mal diesen Quatsch mit den 30 hier raus. Und das. Wir probieren das mal aus. Jetzt einfach mal zwei Straßenbahnen hier raus, die fallen jetzt alle dicht hintereinander weg. So, hier ist jetzt die Stelle, wo die 10 Tage warten. Ist natürlich klar, dass sich jetzt hier erstmal behindern. Man könnte natürlich auch 5 Tage oder sowas draus machen. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an RCT, an den Abstand bei den verschiedenen Achterbahnwagen. Na gut, im Grunde genommen ist ja die Wartezeit ist ja im Prinzip... So, der wartet jetzt 10 Tage. Ist im Grunde genommen die gesamte Runde vom Fahrplan und dann durch Anzahl der Dinger, oder? Ich glaube, 10 Minuten ist ein bisschen zu 10 Tage ist ein bisschen zu heftig. Machen wir mal. Machen wir nur 4 Tage. Oder 3 Tage. Ich würde nämlich einfach wirklich gerne hier mal sehen, ob das dann so einen gleichmäßigen Abstand gibt. Der müsste eigentlich schon gleich wieder losfahren. Na? Das sind jetzt aber lange 3 Tage. So, der fährt ab, der wartet jetzt 3 Tage. Und durch die anderen Stationen können die einfach durchrushen. Siehst du, und so hat man jetzt fast einen gleichmäßigen Takt. Und der müsste sich ja eigentlich jetzt so fortsetzen, würde ich sagen. Ha? So, hier kann das der andere, also der fährt gleich durch. Warum fährt er gleich durch? Weil es nichts zu holen gibt oder was? So, der wartet jetzt 3 Tage. Und der fährt ab und da kommt, na gut, hier sind sie natürlich wieder ein Stück zusammen. Das bleibt ja nicht aus, aber das kann man ja dann auf eine Haltestelle legen, wo viel los ist. Warum fährt denn der immer gleich durch, der Sack? Ja gut, egal, auf jeden Fall, so könnte das funktionieren.
probieren das dann gleich mal unten in der Stadt real physisch aus, wenn man so schön sagt. So, was verkaufen wir mal? Also ihr könnt mich gern in den Kommentaren korrigieren, vielleicht das ist, wenn das nicht stimmt, aber so könnte man wenigstens ein bisschen intakt reinbringen. Und wo war denn das jetzt? Und Morinu, ne? Eieiei. Hier sind am Bahnhof die meisten, ne? Oder gibt es noch was, wo noch mehr Leute drin sind? Obwohl im Moment scheinen die hier nicht so dicht hinterher rumzuhängen. Wie viele Straßenbahnen fahren denn hier? 10 Stück? Jetzt auch Gewinn zu machen, ne? Das war jetzt noch nicht viel, aber das hat anscheinend geholfen. Haben die ja wenigstens Shared Orders, sonst funktioniert der Spaß natürlich nicht. Das sind bloß, oh, machen wir bloß 5. Was ist mit den anderen? Fahren die woanders lang? Achso, die fahren in die andere Richtung. Ja, alles klar. Die fahren in die andere Richtung. Ja, müssen wir uns mal hier einen angucken. Fahrzeit haben hier. Ja. Das heißt, dann müsst ihr jetzt hier das zusammenrechnen. Die warten im Schnitt so 2 Tage an jeder Station. Das wären 50 Tage und fahren so, ja, würde ich vielleicht auch mal 5 Tage rechnen zwischen jeder Station. Das heißt, die brauchen für eine Runde, schnell mal grob gerechnet hier, 50 und dann 75. Dann sind es 3 Tage, 4 Tage, ja, 4 Tage. 4 mal 25 sind 100, 150. 150 und dann bei 5 pro Runde sind es, also müssten die 30 Tage an einem Bahn. Ne, das scheint mir zu lang, wenn ich ehrlich sein soll. Das scheint mir zu lang. Komm, hier hängen die aber jetzt schon wieder fest. Machen wir nochmal für Morinu Ost. Machen wir mal eine Wartezeit von 7 Tagen, weil das ein Bahnhof ist. Da ist das ja mit Umsteigen. So, dann machen wir das jetzt hier 7 Tage. Das gleich für die Bahn hier auch noch machen. Vielleicht ist es auch Schwachsinn, das so zu machen, aber wir versuchen es einfach mal, dass die wenigstens ab und zu mal so einen Takt haben an der Stelle. So, jetzt staunen die sich natürlich erstmal hier und das wird sich dann aber mit der Zeit auch noch geben. Ungefähr dann so, wenn, ja, genau, 7 Tage Abstand.
das wenigstens mal ein bisschen hier, dass die nicht alle so hinterher gurken, so wie hier schon wieder. Wie viele sind auf der Strecke? Das sind 5, aber ich nehme mal an, dass die auch wieder hier Dings haben. Wo ist denn hier viel los? Obermorino, halten die dort an? Nee, das ist bloß der Bus, ne? Noch hier so ein Stück zusammen, okay. Da kommen hier jetzt überall viel, wo die warten können. Dann nehmen wir als Referenz hier Nehmen wir hier 1301 die Station. Und pflanzen dort einfach auch mal. Ich mache halt auch einfach 7 Tage. Richtung, das ist wahrscheinlich ja so einer. Nee, das ist er nicht. Nee. Fahren die alle in die gleiche Richtung? Oder müssen aber auch Straßenbahnen in die andere Richtung fahren? Die hier zum Beispiel. Hier, dass die Bussen in eine Richtung fahren, macht eigentlich gar keinen Sinn, aber dann ist das halt so. Ach, guck mal, die Straßenbahn fährt dann in die andere Richtung. Ach, der fährt Morino Ost. Hier unten schon. Ach so, kann das sein, dass die Busse in eine Richtung fahren und die anderen irgendwie und dann hier in der Mitte drin noch irgendwie eine Schleife? Oder wie ist das jetzt hier? Hier, die haben wir noch, die noch einen Takt kriegen müssen.